Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten von wetter.net. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für über 10.000 Abonnements. Solltet ihr uns immer noch nicht abonniert haben, dann klickt einfach hier unten drauf und ihr bleibt, was das Wetter betrifft, immer up to date. Doch nun einmal der Blick auf das Wetter fürs Wochenende. Da nähert sich ein kräftiges Tiefdruckgebiet und versorgt uns dann verbreitet mit vielen dichten Wolken, mit Regen und Wind. Allerdings wird nicht überall das Wetter zum Wochenende ins Wasser fallen. Heute Abend und in der kommenden Nacht bleibt der Himmel verbreitet bedeckt. Dazu ziehen einzelne Schauer weiter Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Im Laufe der Frühstunden lockert es zwar stellenweise auf, doch aufgrund der Feuchtigkeit in der Luft bildet sich erneut Nebel, der sich zum Teil ziemlich hartnäckig hält. Dazu kühlt sich die Luft morgen früh auf Werte meist zwischen 4 und 8 Grad ab. Der morgige Tag selbst startet verbreitet ziemlich trüb. Lediglich Richtung Osten und Südosten kann sich im Laufe des Tages die Sonne wieder deutlich häufiger durchsetzen. Von Westen her setzt Regen ein, der dann ganz allmählich Richtung Nordosten zieht. Und nicht genug, dazu nimmt auch noch der Wind an Nord- und Ostseeküste deutlich Fahrt auf. Die Temperaturen dagegen bleiben weiterhin zweistellig und erreichen im Laufe des Tages etwa 12 Grad auf Rügen und bis zu 18 Grad werden Richtung Alpenrand erreicht. Auch am Abend bleibt der Himmel weitgehend bedeckt. Die kräftigen Schauer ziehen weiter Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Dahinter bleibt es zwar überwiegend trocken, doch die Sonne hat kaum eine Chance. Lediglich Richtung Alpenrand kann sie sich noch am häufigsten durchsetzen. Ähnlich auch wie am Sonntag. Im Nordwesten halten sich dicke Wolken und einzelne Schauer ziemlich hartnäckig. Weiter Richtung Südosten und Osten kann sich die Sonne auch am Montag deutlich häufiger durchsetzen. Ab Dienstag lacht allerdings nach Nebelauflösung verbreitet wieder die Novembersonne. Das war's von den Wetteraussichten von wetter.net.